Blöckezerstörer, Rhythmusliebhaber und Freunde der VR. Ich bin Sushiro und heute geht es nochmal um Beat Saber. Und zwar, wie modde ich Beat Saber auf der Quest 3? Ich hatte da vor kurzem erst ein Video gemacht mit der Variante 1 und die funktioniert im Moment nicht mehr. Ich sage extra im Moment, weil dort wird dran gearbeitet. Was ist das Problem? Und zwar, wir müssen Beat Saber downgraden auf die Version 1.28 und das haben wir vorher immer über die Oculus DB gemacht und man musste sich bei Meta authentifizieren, damit dann die Oculus DB den entsprechenden APK downloaden konnte. Diese Authentifizierung funktioniert momentan nicht. Wie gesagt, die Oculus DB ist da schon dran am Arbeiten, also das heißt, das kann in ein paar Tagen wieder gehen, aber ich habe nach einer Variante Ausschau gehalten und auch eine gefunden und auch ausgetestet. Und diese Variante zeige ich euch jetzt. Als allererstes nehmt ihr euer Smartphone oder Tablet und öffnet dort die MetaQuest App. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr dann unten rechts auf den Button Menü gehen. Nachdem ihr das dann gedrückt habt, geht ihr oben auf Gerät oder Devices. Anschließend wählt ihr dann eure MetaQuest noch aus und im nächsten Schritt könnt ihr dann ein bisschen warten, bis unten der Button für die Einstellungen hell wird. Dann klickt bitte da drauf. Dann geht ihr auf Entwicklermodus. Und zu guter Letzt schiebt ihr den Regler einfach zur Seite, damit dieser aktiviert ist. Jetzt wechseln wir einfach mal in den Browser und rufen die Seite von SideQuest auf. Dort gehen wir dann in den Download-Bereich und laden die Advanced Installer-Version herunter. Sobald ihr diese dann heruntergeladen habt, installiert ihr sie bitte auch. Jetzt ist es wichtig, dass ihr eure Quest an den PC per USB angeschlossen habt. Wenn die Quest verbunden ist mit SideQuest, seht ihr das oben auf der linken Seite mit dem grünen Symbol. Wenn unsere Quest dann tatsächlich verbunden ist, gehen wir oben rechts auf die installierten Apps und suchen uns dort Beat Saber raus. Dafür klicken wir einfach auf das kleine Zahnrädchen. Nun machen wir zwei wichtige Sachen, und zwar ein Backup. Einmal von unseren persönlichen Daten, die wir schon in der App drin haben, und als nächstes einmal ein Backup von dem tatsächlichen Beat Saber. Wenn wir die Backups dann beide gemacht haben, können wir zum nächsten Schritt übergehen. Für den nächsten Schritt öffnen wir wieder unseren Browser und gehen auf den Link von dem APK Downgrader. Dort wählen wir ganz unten dann einfach die Version 28 aus, also beziehungsweise 1.28 und klicken diese an. Dann fängt der Download an und wir warten kurz. Wenn der Download dann abgeschlossen ist, gehen wir oben auf die APK. Dort wählen wir jetzt die Datei an, wovon wir eben ein Backup gemacht haben, und zwar von der Original Beat Saber Datei. Als nächstes gehen wir dann auf Patcher und wählen dort die gerade heruntergeladene Datei. So, jetzt können wir noch festlegen, wo das gespeichert werden soll und dann drücken wir nur noch auf Downgrade. Jetzt wird aus der Original-APK praktisch eine gemacht, die mit der Version 1.28 läuft und die werden wir gleich installieren. Jetzt hüpfen wir wieder in unser SideQuest und gehen oben auf die Apps, die wir installiert haben, wählen Beat Saber aus und deinstallieren es. Sobald die Deinstallation fertig ist, können wir das Ganze da schließen und gehen dann oben auf APKs installieren. Das ist dieser kleine Ordner mit dem Plus drauf. Dort klicken wir drauf und wählen dann unsere frisch erzeugte Version aus dem Downgrader. Sobald diese dann installiert ist, gehen wir einfach mal hin und starten unsere Quest kurz neu.
So, nun wechseln wir in den Browser und gehen in unseren Questpatcher bzw. laden den erstmal herunter. Nachdem er dann heruntergeladen ist, installiert ihn bitte sofort. Und nachdem er installiert ist, startet ihr ihn. Das Ganze sieht dann ungefähr so aus und ihr habt hier in der Mitte den Punkt Patch Your App. Da klickt ihr dann kurz drauf. Das dauert dann ein bisschen, aber dann wird eure Quest gepatcht, dass sie fürs Modden bereit ist. Sobald das Ganze durch ist, kriegt ihr noch eine OK-Meldung, die bestätigt ihr einfach. Und danach wechseln wir wieder in den Browser und gehen auf unsere Beat Saber Mod-Versionsseite. Dort wählt ihr oben die Game-Version 28 aus und geht dann auf Download All Core Mods. Sobald diese heruntergeladen sind, gehen wir wieder in den Questpatcher und wählen oben rechts den Browser. Dort wählt ihr dann euren Core-Mod, den ihr gerade heruntergeladen habt, aus und sagt Öffnen. Und schon fängt die Installation an. Und ab dem Punkt war es das tatsächlich schon. Jetzt könnt ihr auf eure Quest wechseln und Beat Saber dort das erste Mal starten. Da kommt noch so eine kleine Meldung, wo gefragt wird, ob zurückgesetzt werden wird. Da sagt ihr einfach Nein, App öffnen. Ja, wie sieht dann Beat Saber bei uns aus? Und zwar haben wir dann auf der linken Seite auf einmal ein riesengroßes Menü, wo unsere ganzen Mods stehen. Unter Mod Loaded sehen wir alle Mods, die wir bisher geladen haben, ob das alles funktioniert hat. Wir haben zum Beispiel die Songauswahl, können hier jetzt Custom Songs wählen und die ganzen downloaden. Also das heißt, unser Modden hat wunderbar funktioniert und Custom Songs sind jetzt möglich. In einem weiteren Video werde ich euch noch zeigen, wie ihr weitere Mods zu den Core-Mods installieren könnt, die ein paar Sachen etwas einfacher machen. Zum Beispiel, dass ihr die Custom-Songs auch vorher anhören könnt und dort besser nach Filtern und suchen könnt. Und schon könnt ihr in eurem gemoddeten Beat selber Blöcke zerschnetzeln. Ich hoffe, das Ganze hat euch ein bisschen geholfen und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Das war also Variante 2, wie ich Beat Saber auf der Quest in Standalone modden kann. In diesem Sinne, schönen Tag euch noch, macht's gut und ciao, ciao!